Ey, entweder bin ich zu gelb oder zu weiß. Bitte ignoriert das. Ich bin froh, dass die Kamera überhaupt funktioniert. Fokus. Diesmal soll es richtig laufen. Hallo, meine Damen und Herren. Endlich wieder ein Video. Ich bin selber gerade sehr erstaunt, dass ich überhaupt in der Lage bin, eine Kamera aufzustellen mit diesen Händen. Geschweige denn, mich zu schminken. Ich will euch so ein bisschen erzählen, wie es mir gerade geht. Ich finde, es ist wichtig, dass ihr informiert seid, vor allem wenn ihr mich auf Social Media Plattformen verfolgt und auch hier auf YouTube, damit ihr nichts falsch versteht. Ich habe das Gefühl, dass viele manchmal mein Verhalten falsch verstehen oder so. Natürlich brauche ich mich nicht rechtfertigen, aber es kann sein, dass in den nächsten Wochen oder Monaten bei mir einiges merkwürdig sein wird und ich möchte, dass ihr das versteht, denn ich möchte, dass ihr mich auf diese Art und Weise auch kennt und kennenlernt, damit ihr mich richtig einschätzen könnt. Also ich persönlich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube an Schicksal und ich glaube daran, dass alles passiert, wie es passieren soll, für einen gewissen Zweck, für den Weg, dem ein Mensch vorbestimmt ist. Jeder, der mich gut kennt, kennt auch eine Marotte von mir. Und zwar habe ich die Gewohnheit, zu denken, wenn ich zu oft gegen irgendwas knalle, zum Beispiel mit meiner Schulter an den Türrahmen, mit dem Ellbogen gegen die Türklinke, mit der Hüfte an den Bettrand oder an die Tischkante. Wenn mir das zu oft in kürzester Zeit passiert, fällt mir das relativ schnell auf. Ich mag es daran zu glauben, dass mir das Universum in diesem Augenblick sagen möchte: Gib doch bitte mehr Acht auf dich. Also jetzt generell in meinem Leben. Das sind einfach nur so kleine Zeichen, die ich bekomme von dieser höheren Macht, die mir den richtigen Weg weisen möchte, die mir sagen möchte: Komm mal zur Ruhe, atme durch, achte doch wenigstens mal ein bisschen mehr auf dich. Du verlierst dich gerade total. Und hier kommen wir auch schon zum Thema meines Befindens. Ich fühle mich zurzeit überhaupt nicht wohl, nicht gut und relativ unglücklich mit mir selbst. Ich habe es wirklich immer irgendwie zwischen natürlich klar kleinen Depressionen, Selbstzweifel, Selbstfindungskrisen immer geschafft, zu mir selber zu sagen, ich bin perfekt. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage. Das hat nichts mit Narzissmus oder Arroganz zu tun. Ich finde, ein Mensch sollte immer in den Spiegel schauen können und sagen können, ich bin perfekt. Es gibt natürlich auch ganz klar einen Unterschied zwischen Narzissmus, Selbstverliebtheit und Arroganz und sich selbst wertschätzen, sich selbst lieben. Das ist ein Unterschied. Ich rede hier von sich selbst wertschätzen, sich selbst lieben, sich selbst fühlen, sich selbst mögen. Das halt. Ich denke halt immer, dass ich ein Kunstwerk bin und ich sollte mich so pflegen, wie ein Künstler sein Meisterwerk pflegt. Ich habe als Künstler aus dem Meisterwerk das Beste rausgeholt. Und so sollte man sein Leben auch sehen. Man sollte das Beste aus sich rausholen. Natürlich, das Beste definiert man selber für sich. Und hier kommen wir zu meinem Problem. Ich habe nicht mehr das Beste aus mir rausgeholt. Ich habe mich von meinem eigenen Meisterwerk abgewandt und habe vergessen, wo es ist oder ich habe vergessen, es zu fühlen. Ich habe vergessen, es anzuschauen und zu lieben. Und das ist jetzt gerade mein Problem. Natürlich muss es einen Grund dafür geben, dass ich jetzt ganz plötzlich mich nicht mehr fühle, mich nicht mehr liebe, mich nicht mehr mag. Ich glaube, wir beginnen lieber da, wo es auch angefangen hat. Und zwar vor diesen 6, 7 Monaten, als ich ausgezogen bin von zu Hause. Schauspielausbildung zu Ende, die Eckpfeiler meines Lebens, der Grundstein, die Sicherheit, die ich vorher hatte, waren weg. Völlig neues Lebensgefühl. Ich lebe in einer WG. Ich habe mit YouTube angefangen und alles ist anders. Und ich kam aus irgendeinem Grund mit der neuen Tagesroutine, Lebenseinstellung, Lebensphase einfach nicht so klar, wie ich es sollte. Ja, Veränderung ist wichtig, aber nicht auf diese Art und Weise. Wenn man sich zum Guten hin verändert, ist es gut, aber so ist es echt nicht gut. Wenn ich bedenke, was ich vor einem Jahr zum Beispiel immer gemacht habe, ich habe viel geschrieben. Ich habe Short Stories geschrieben, ich habe lange Stories und Gedichte und Blogs geschrieben. Ich habe immer viel Sport gemacht, einfach nur aus dem Alltag heraus. Ich habe in der Schauspielschule viel Sport gemacht. Ich habe eine Tanz-AG geleitet. Ich habe zu Hause, seit ich wirklich ganz klein bin und laufen kann, immer getanzt. In meinem Zimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, beim Kochen, beim Aufräumen. Einfach so. Ich habe immer getanzt. Ich hatte immer Spaß daran. Ich habe mich immer bewegt. Ich war immer fit und vital. Mein Körper hat funktioniert. Und als Schauspielerin, das lernt man auf der Schauspielschule, ist der Körper das Werkzeug. Und das Werkzeug muss schön geölt sein und darf nicht verkalken. Es darf keinen Rost ansetzen. Es muss funktionieren. Ich bin sowas von verkalkt und verrostet, das ist schon nicht mehr schön. Gemerkt habe ich das, als ich einmal gedacht habe,
Ich habe Lust zu tanzen. Wow, ich habe schon lange nicht mehr getanzt. Ich weiß, wie mein Körper sonst immer war. Ich weiß, wozu mein Körper sonst in der Lage war. Wozu er fähig war, zum Beispiel Pirouetten zu drehen oder sowas. Und plötzlich, durch den fehlenden, mangelnden Sport, durch die wenige Bewegung und durch das Nicht-Tanzen im Alltag, hat mein Körper mich im Stich gelassen. Meine Muskeln sind sowas von verkrümmt und kaputt und lasch. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht mehr tanzen und das ist für mich persönlich ein Bruch in der Seele. Alles in meinem Leben war plötzlich neu und anders. Ich hatte viel mehr Freiheiten, viel mehr Freizeit. Und da denkt man eigentlich, Regina, mit mehr Freizeit müsstest du erst recht viel mehr Zeit für dich erübrigen können, oder? Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber hier kommen wir zu einem sehr wichtigen anderen Punkt. Durch diese ganzen Freiheiten, die ich hatte und Freizeit. Ihr müsst euch vorstellen, Schauspielausbildung, da hat man Unterricht, da muss man lernen, da hat man Prüfungsstress. Man muss die Schauspielausbildung auch noch bezahlen, also habe ich zwei Nebenjobs. Dann habe ich noch Familie und Freunde. Da ist man schon ausgelastet. Ich bin ja schon ziemlich lange auf Social Media Plattformen vertreten. Und das auch noch, bevor ich Ape Crime kennengelernt habe. Und noch vor Ape Crime, also bevor ich ein bisschen bekannter geworden bin, habe ich immer gerne Bilder online gestellt. Von mir, von Freunden, von meinem Essen. Und dann irgendwann bin ich da reingewachsen und habe selber mit YouTube angefangen. Und da habe ich jetzt natürlich viel mehr Zeit und Freiheit und viel mehr Raum in meinem Kopf, um mir auch andere Bilder anzusehen. Was dabei passiert ist, ich scrolle und gucke mir alles an. Ich liebe schöne Bilder. Ich liebe, liebe, liebe schöne Bilder. Ich mache selber gerne schöne Bilder, auch von mir. Daran ist nichts verwerflich. Leute, wenn ihr schöne Bilder mögt, macht die, auch von euch. Hey, gar kein Problem. Ich habe mir aber auch viele Bilder angesehen von anderen Frauen. Die haben ein wunderschönes Leben in der Sonne, haben die perfekten Haare, haben die perfekten Zähne, einen schönen Teint, haben volle Lippen, große Augen, geilen Body. Und dann sehe ich mir dann diese Bilder an und denke mir, wow. Warum bin ich nicht so? Und ich bin wirklich dieser Krankheit verfallen, dass ich immer mehr Makel an mir selber gesehen habe. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ich das gedacht habe, während ich mich selber nicht mehr gefühlt habe. Während ich mich selber nicht mehr gemocht habe. Während ich selber gemerkt habe, mein Körper wird schlapper, meine Muskeln werden dünner. Und es hat sich wirklich eingeschlichen. Mir ist selber gar nicht bewusst geworden, dass ich so gedacht habe. Dass ich dachte, das sind perfekte Menschen und ich bin nicht perfekt. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ich habe vor kurzem ein Video online gestellt, in dem es um meine Fake-Fotos ging. Ich wollte alle da draußen aufmerksam machen, dass diese perfekten Bilder im Internet, egal wo, ob auch im Fernsehen oder auf Magazinen, in Szene gesetzt sind. Ob es Selfies sind aus dem Alltag oder aus Fotoshoots. Ihr kommt hier, verlinke ich einfach mal das Video dazu, das könnt ihr euch dann gerne ansehen. Ich bin selber diesem Wahn verfallen. Es hat mich selber getroffen. Und da muss man sich mal denken, bist du eigentlich noch ganz dicht. Und da kommen wir wieder zu den Zeichen des Universums. Das Universum hat mich schon mal auf dieses Thema gebracht. So stumpf muss ein Mensch erst werden, um sowas nicht zu sehen, nicht zu erahnen oder nicht zu fühlen. Ich liebe Fotos von mir selber machen, ich liebe auch Fotos angucken. Es gibt einen Unterschied zwischen die Fotos, die Kunst da draußen zu genießen oder ihr so zu verfallen, dass man sich selber nicht mehr liebt und nicht mehr mag. Bitte trennt das. Trennt das. Macht das nicht so wie ich. Ich habe mich angefangen zu hassen. Und ich weiß auch, dass es da draußen viel größere Probleme gibt als diese Selbstkrise, die ich gerade habe. Es gibt Hunger und Krieg da draußen. Es gibt so viel wirklich unfaires Verhalten da draußen. Aber mir geht es gerade nicht gut. Und bevor ich der Welt oder meinen Mitmenschen helfen kann, muss ich mir selbst erst helfen und mich selbst erst reparieren, damit ich wieder funktioniere. Niemand ist perfekt. Da zeige ich euch mal ein Bild von mir. Das habe ich mal auf... Ich stelle mich mal hier hin. Das habe ich mal auf Twitter gepostet. Das Bild. Ich war da im Urlaub. Ich habe mich gut gefühlt. Naja, fast. Denn, bam! Das ist das Originalfoto. Hat da jemand zufällig Facetune benutzt? Das ist nicht bisschen. Ich habe versucht, meine ganze Zellulite rauszukriegen, weil ich mir einfach dachte, Zellulite? Das ist nicht schön. Du willst doch ein schönes Bild haben, also habe ich es bearbeitet. Ja, so sieht's aus. Aber ihr müsst Folgendes bedenken. Ihr solltet euch niemals dafür schämen, Zellulite zu haben. Das sag ausgerechnet ich.
Frauen haben Zellulite, Männer nicht. Deswegen sehen Transen auch so geil aus vom Körper her, weil die niemals Zellulite haben werden. Weil das in deren Genen ist. Männer haben keine Zellulite, Frauen schon. Dieses Bild ist vor etwa 2 Monaten entstanden, mitten in der Phase des Sich-Gehen-Lassens und des Nicht-Sportmachens. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gewundert habe, als ich das Bild gesehen habe. Natürlich wächst die Zellulite wie Unkraut. Ich habe plötzlich Dellen an den Beinen. Wo kommen die her? Tja. Warum macht Klein Regina nichts dagegen? Sie könnte ja Sport machen. Und hier schließt sich der Kreis. Denn Sport machen, wenn man sich so fühlt, wie ich mich die letzten Monate gefühlt habe, geht nicht. Ich habe es versucht. Ich habe ab und zu wirklich versucht. Ich habe sogar gesnappt, weil ich dachte, jetzt snappst du, dann stehst du unter Druck, weil die Leute sollen denken, du machst Sport. Ich habe mich nicht danach gefühlt. Ich wollte keinen Sport machen. Ich wollte mich in Mitleid suhlen. Ich wollte mich darauf konzentrieren, was an mir nicht stimmt. Und das ist falsch. So. Mir musste erst das hier passieren, bevor ich gecheckt habe, stopp, 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 wow, Bremse. Was passiert hier eigentlich? Warum verletzt du dich in letzter Zeit nur? Kurze Erklärung hier, und ich will euch jetzt nicht erklären, wie es passiert ist, es ist einfach passiert. Dumm, einfach nur dumm. Hier ist der Nagel halb ab, also mein richtiger Nagel, nicht mein Gelnagel, mein richtiger Nagel ist, der ist halb ab. Deswegen habe ich auch ein Pflaster an, damit das wieder zusammenwächst und ich nicht wo dran komme, hängen bleibe und der mir ganz abfliegt. Und hier... Ich werde es euch lieber nicht sagen, denn glauben werdet ihr es mir nicht. Hat der Arzt auch nicht. Also ist bei mir Leute, ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll über meine Dummheit. Ich habe ja ein Pflaster um meinen Nagel, damit mein Nagel, wenn ich irgendwo hängen bleibe, nicht wieder abgeht, sondern Zeit hat zusammenzuwachsen. Der Finger ist eigentlich verletzt, nicht der. Und ich habe es gerade leider gespürt, denn mir ist der Nagel gerade eben wieder rausgerissen. Muss ich noch mehr erklären über meine Lage, über meine Verklatschtheit? Hurra! Hurra! Wenn das Universum mir jetzt nicht sagt, pass verdammt nochmal auf dich auf, Mädchen, dann weiß ich auch nicht. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal versuchen, auf mein Leben klarzukommen, wie man auf schön Deutsch sagt. Ich muss als allererstes meinen Körper und mich wieder fühlen. Ich muss für mich wieder einen Grund finden zu tanzen. Ich will meinen Körper wieder in Form bringen. Ich möchte wieder fit sein. Also muss ich irgendwie mir einen Plan machen, dass ich auch wirklich Sport mache oder tanze oder sonst noch irgendwas, damit ich meinen Körper wieder fit kriege. Jeder sollte für sich wissen, was er braucht, wie viel Sport, wie viel ausgewogene Ernährung, damit man sein eigenes Fit-Gefühl hat. Ich will mein eigenes Fit-Gefühl haben, so wie es vor einem Jahr war. Da will ich wieder hin und das werde ich auch schaffen. Vergesst nicht, immer positiv zu sein. Vergesst nicht, euch zu lieben und euer Umfeld zu lieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst euch nicht verkümmern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Danke auch an euch, denn... auch ihr gebt mir Kraft auf irgendeine Art und Weise, die auch sehr wichtig ist, finde ich. Also, Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Video.